So, hallo Leute, wir sind mal wieder auf der Hofbergmann und zwar missionstechnisch Zuckerrüben rausholen. Jo, und ich bin heute wieder spät dran, am Montag, aber mich hat es am Wochenende wieder niedergerissen, Kreislauf, Magen-Darm, war wieder alles, im wahrsten des Wortes, scheiße. Es ist halt so, ich kann es nicht ändern, aber ich habe euch ja vorgewarnt. Bei mir ist sowas, oder muss man mit sowas leider rechnen. Das kommt bei mir halt öfter vor. So leid, wie es mir tut, aber es ist so. Ja, für alle die hier noch relativ neu sind, es sind ja doch wieder einige dazu gekommen, an dieser Stelle herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Das ist hier ein Rentnerkanal, ne? Also da kann das schon, holla, wieso bin ich mal rausgesprungen, da läuft nicht alles immer so, wie man sich das vorstellt. Leider, leider. Ich bin gesundheitlich angeschlagen und ich habe auch eine kranke Frau hier zu Hause. Momentan nicht. Sie ist momentan in Urlaub bei ihrer Schwester im Ruhrgebiet, aber ne, normalerweise, um die ich mich dann auch noch kümmern darf, wie auch immer. Also das alles dazu. Warte mal hin. Darum kann ich immer nur sagen, nicht böse sein, wenn es nicht immer so pünktlich kommt oder regelmäßig, wie man das sich wünscht oder vorstellt. Es gibt einfach Tage, da haut es mich runter, da geht nichts mehr. Also ich habe Sonntag quasi den ganzen Tag im Bett gelegen, verdunkelten Schlafzimmer. Weil ja, so ein bisschen Magen-Darm und vor allem den Kreislauf bzw. Pumpe, das hier hat sich angefühlt, die volle Umweltpumpe, als wenn ja, ich sag mal, dickes Blut hätte und das Herz sich unheimlich anstrengen musste, das in Ballung zu behalten. Oder anders gesagt, es fühlte sich so an, als wenn das Herz ja schwer schlägt, also wie sagt man das, ich weiß es nicht, ist auch egal, es war auf jeden Fall nicht richtig. Kommt vor, ich habe halt einen kleinen Herzfehler und dann kann sowas vorkommen. Und für die es nicht wissen, vor 13 Jahren einen Schlaganfall gehabt, einen sogenannten Kleinhirninfarkt, das heißt auf Hochdeutsch einen leichten Schlaganfall, der mir aber immer noch Probleme bereitet. In der Hinsicht, dass ich viel Last mit Kopfschmerzen habe, Konzentrationsschwäche, Schwindelattacken, also alles so ein bisschen unangenehm. Unangenehme Nebenerscheinungen, so meine Fresse, ist halt manchmal schwierig. Das sind halt so die Dinge, die mich, was war das denn wieder? Ja, die mich so manchmal außer Gefecht setzen. Oder wenn mit meiner Frau was ist, das geht natürlich immer vor. Das ist natürlich völlig klar. Das nur mal so fürs allgemeine Verständnis, wenn so wie heute das Video eher spät kommt oder eventuell gar nicht. Das kann alles passieren. Oder vorkommen. Passieren ist halt falsche Wort. Ne?
Sowas kommt dann schon mal vor. Aber wie sagt man so schön, das reale Leben oder beziehungsweise die Gesundheit, das geht immer oder sollte immer im Vordergrund stehen. Und wenn es dann mal nicht so läuft, ja meine Güte, dann ist das so. Ich, wie gesagt, ich kann es nicht ändern. Es ist so, ich muss und ich kann so einigermaßen damit leben. Und dieses LS-Spielen, ja, das ist eigentlich, um mich von dem Altersding so ein bisschen abzulenken, sagen wir das mal so. Klar, früher habe ich nur gespielt. So die erste Zeit nach meinem Schlaganfall. Weil vorher habe ich mir gesagt, ich brauche sowas nicht. Weil dann, wenn ich am Wochenende zu Hause war, dann war ich froh, wenn ich Zeit mit der Familie verbringen konnte und auch mal was hier zu Hause im Garten geschafft habe. Ja, im Garten schaffe ich immer noch nichts oder nicht mehr, weil ich es körperlich nicht mehr so schaffe. Und ja gut, Familie, das ist eben die Geschichte, dass wir eben krank sind. So. Ja, jetzt muss ich aber erstmal einen Abfahrer haben. Ja, wir nehmen mal den. Genau. Zack. Dann haben wir schon mal die Plane los. Wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Hoppala. Es schwankt hin und her. Jetzt wird's interessant. Geht doch bestimmt nicht gut, oder? Oh, den habe ich, wir gucken da gar nicht hin, aber ich denke mal, den habe ich aber schön durch den Graben gezogen, den zweiten Anhänger. So, gib mich Rübe. Hoppala. Ja, wenn die Kamera mal so stehen bleiben würde, wie man so solche, ne? Aber das tut sie nicht. Ja,
Aber den machen wir jetzt aus. Weiter geht's. Warum? Yes. Ja, dann machen wir jetzt hier die Zuckerlüben raus. Ich denke, wir machen den Zug einmal voll. Dann bringe ich den Zug voll weg. Und den Rest von dem Feld werde ich dann wieder ohne euch zu Ende machen. So denke ich. Und in der nächsten Folge dann würde ich sagen, sind wir wieder irgendwo am Dreschen, vermute ich mal. Vermutlich eins von meinen Feldern. Oder wir pflügen in Mission ein Feld. Mal gucken. Mal gucken, was so anliegt. Aber so ist erstmal der grobe Plan. Sag ich mal so. Ein so lustiger Streifen wieder stehen, aber das war eigentlich klar. Das war klar, denn man kennt es ja. Irgendwie kriege ich mir schlecht Luft. Das ist nicht mehr normal, ist das best. Aha.
was haben wir denn jetzt? Oh, das wird so nix. Ja? Geht das wieder los mit dem? Aber das habe ich momentan ganz extrem. Immer diesen Frosch im Hals. Keiner weiß warum, keiner weiß woher, aber ich glaube, der vermehrt sich da. Das ist schon. Ist das schon? Jo, dann habe ich mir noch was überlegt. Oder ich bin noch am Überlegen dran. Als zweites Video in dieser Woche soll ja eigentlich diese Azur-Map laufen. So der Plan. So ramme ich meinen Trecker da hinten. Ne? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich die Map einfach als Let's Play weiterspielen soll. Ich bin da sehr zwiegespalten. Auf eine Art und Weise möchte ich das schon, weil das ja mal ganz was anderes ist. Aber es hat mit dem Landwirtschaft oder mit dem LS in dem Sinne so nicht wirklich was zu tun. Das ist so, das ist Fakt. Andersrum reizt mich das aber auch. Also da auf der Karte immer wieder was Neues zu entdecken. Ich bin da sehr zwiegespalten. Was mich so ein bisschen daran momentan ärgert, du kannst da ja, ich sag jetzt mal, so eine Art Mission machen. So wie letztens, was ich da gemacht habe, die Kanalrohr da flicken. Verlegen, da sind Häuser zu bauen, aber man kann diese, ich sag jetzt mal, Aufträge in dem Sinne nicht wirklich aktualisieren oder beziehungsweise abrufen, dass man weiß, wo man hin muss. Da sind zwar jede Menge Zeichen auf der Minikarte eingezeichnet oder werden ja angezeigt, aber was da genau Fakt ist, auch wenn du da hinläufst, das ist sehr, sehr schwierig rauszukriegen. Und das ärgert mich so ein bisschen. Oder stört mich so ein bisschen, wie auch immer. Wie auch immer man das nennen möchte. So. Also ich bin da noch so ein bisschen. Wenn ich ehrlich bin. Hä? Fühle ich mich da momentan auf der Pol-Map etwas mehr zu Hause.
Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare. Hier bei diesem Video von mir aus auch schon. Oder von bei dem. Ne? Weil ich werde auf jeden Fall ein, zwei Folgen noch aufnehmen. Da auf der besagten Karte. Meine Abenteuer-Map, wie ich halt so ab und zu schon mal sage. Wie ihr das so seht oder was ihr davon haltet. Wie soll man es machen? Ich weiß es wirklich nicht. Alles ein bisschen schwierig. Passt so nicht. Ui, 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 ui. Der Mann, der durch die Botanik fuhr. Er kam aus Atlantis oder so ähnlich. Nee, was ein Drama. Was ist das ein Dahaha-Meer? Mitten aus dem Pajaha-Meer. Blöd, ne? Wenn ihr euch fragt, weil ich immer so zur Seite gucke, habt ihr mein, hier so, unten ist mein Seitenpanel. Da habe ich so einige Funktionen auf den Knöpfen und da muss ich immer gucken, dass ich das richtige erwische. Und daneben, zwischen Seitenpanel und Tastatur, ist der Joystick, mit dem ich in diesem Falle zum Beispiel vorwärts, rückwärts umschalte. Ja, dann habe ich hier die Tastatur hier vorne vor und auf der anderen Seite ist noch ein Joystick. Ne, wenn ich Kranarbeiten mache oder Baggerarbeiten und so weiter. Dann ich versuche bei den Baggern, die es hier so gibt, oder auch Kräne oder hier den Forstharvester, das einigermaßen so auf die beiden Joysticks zu verteilen mit den Bewegungen, also ne, wie es. Wie ich denke im Original. Bei Bagger weiß ich, wie es eingestellt ist. Also die Euro-Einstellung für den Bagger kenne ich. Die habe ich mir mal ausgedruckt. Aber wie es jetzt für so ein Harvester zum Beispiel ist, das weiß ich nicht hundertprozentig. Aber ich versuche das eben so aufzuteilen, dass es für mich gut passt. Sagen wir das mal so. Klappt nicht immer, weil hier in den Einstellungen ja nicht genau drin steht, zum Beispiel beim Bagger, dass die Einstellung ist für den vorderen Hauptarm, das andere ist für den Knickarm, für die Schaufel, steht da ja nirgendwo. Das muss sich alles zusammenreimen aus den ja, Einstellungen für den Frontlader quasi. Also das ist ein bisschen blöd.
Aber gut. Siehst du, und jetzt komme ich nämlich genau so an, wie ich das eigentlich nicht wollte, aber was soll's. Egal, 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 so sprach der dicke Karl. Tüli, tüli. Soll's doch nicht klappen, du Dödel. Das geht, was jemand hat. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Siehst du. Haben wir den doch schon wieder voll. Dann bringen wir das jetzt gleich weg. Dann haben wir das doch schon einmal gesehen. Ja, das schon wieder mit Klappen. War ein Quatsch. War denn ein Quatsch? So, der bleibt aber erstmal so stehen. Wir schnappen uns jetzt den Kumpel hier. Hello. Wie smogt die Tür ab? Jop. Jetzt mag die Tür wieder zu. Jop. Starten. Und ich muss mal eben gucken. Ja. Hä? Wie bitte? Eigentlich wird mir das so angezeigt, wo ich hinbringen soll, ne? Wie hatten wir es denn? Da, ernten. Zum Landhandel. An den Landhandel. Ach. Landhandel ist doch hier. Nee, das ist Raiffeisen. Da ist das Säge Werk. Ach, Leute. Das, ne? Vier Muttel. Hm. Ja, wird das sein. Ja. Landhandel kann dann nur das sein. Gut, dann fahren wir zum Raiffeisen. Ach, habe ich doch schon an. Fahren wir zum Raiffeisen. Das kann ja eigentlich nur richtig sein. Das ist meine Brücke. Ich habe schon geguckt. Ich wollte hier rechts und links noch so eine Art Geländer drauf machen, aber das geht nicht. Und wenn ich da jetzt, sag ich mal, einen Zaun dran herziehen würde, der würde unten ein bisschen in den Graben reingehen. Du kannst den Zaun also nicht auf diese Brückenkonstruktion stellen. Das funktioniert leider nicht.
Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ne, jetzt sagt er dir auch so nichts an. Okay, okay. Ist ja schon gut. Oh! Es war ein kleiner Schlenker von Luis Trenker. Ne? Schon wieder brechen? Sieht fast so aus. Es ist ein sehr durchwachsenes Wetter heute. Bewölkt, Sonne, Regen, aber von jedem etwas. Ich wollte hier reinfahren. Da muss ich mal eben gucken. Lass mich doch mal eben gucken hier, du Dödel. Lass mich nicht rein. Der lässt mich da einfach nicht rein. Finde ich gemein. Dann stellen wir uns so lange hier an der Seite, damit die Straße nicht blockiert ist, gell? Und wenn er dann aufmacht, dann fahren wir rüber. So. Jetzt können wir da rüberfahren. Ach doch, ich komme. Und jetzt kann ich das nirgendwo abladen. Hahaha. Genauso habe ich mir das gedacht. Hier ist nur die Reifers, dann werde ich hier nicht los. Das ist Holz. Holzspäne, beziehungsweise gehackseltes. Da muss ich doch hier hinten. Hühnergehege. Vier Muffi. Genau. Und dann will ich da hin müssen. Okay. Oh, hier war doch noch was. Warte mal. Da. Geradeaus ist doch gleich noch was. Das ist doch der Landhandel, ne? Wieso zeigt er mir den denn nicht an? Warte mal. Ich bin gerade völlig verwirrt. Genau. Da ist da auch noch was. Warum wird er mir nicht angezeigt? Aha. Sehen Sie. Da haben wir es doch.
man sollte alles aktivieren, dann kriegt man es auch angezeigt. Ja, wieder typisch, ne? Und der macht jetzt um 10 Uhr auf, oder wie? Was sind denn das für Arbeitszeiten hier? Weg mit euch. Tatsächlich. Ja gut, dann ne, werde ich mich erstmal wieder auf meinen Drescher hier hinten schwingen. Schwingen. Werde hier so ein bisschen weiter zuckern. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sag mal, wir sehen uns, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Jo, und dann bis zum nächsten Mal. Ne? In diesem Sinne. Winke!